Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Münzvorstellungen und Besprechungen von Themen rund um das Sammeln von Münzen. Schwerpunkt dieser Videos sind die deutschen Sammlermünzausgaben, aber auch zunehmend das Thema Sammler- und Gedenkmünzen der originären Mitgliedsländer der Eurozone. Heute geht es wieder um eine deutsche Sammlermünzausgabe. Die Jury-Sitzung zu dem Gestaltungswettbewerb hat im Februar 2022 stattgefunden. Eine Besonderheit ist, dass er wahrscheinlich durch die Corona-Pandemie bedingt als Videokonferenz von verschiedenen Orten stattgefunden hat. Teilgenommen haben 12 Künstler mit jeweils einem Entwurf. Und dabei handelt es sich um etliche Designer, die im Bereich der Numismatik Rang und Namen haben. Da ich in diesem Video den umgesetzten Siegerentwurf ausführlich darstellen werde, möchte ich euch aus diesem Wettbewerb zumindest auch den Zweit- und Drittplatzierten mit diesem Auszug zeigen. Das Protokoll der Sitzung mit dem Dossier und so weiter könnt ihr euch als PDF-Datei auf der Seite der Münze Deutschland unter der Rubrik Münzwissen, Münzwettbewerbe herunterladen. Bei der vorliegenden 5-Euro-Münze stellt sich zuerst die Frage nach der Ausrichtung der Münze. Bei reiner Betrachtung der Bildseite scheinen verschiedene Varianten möglich, wie zum Beispiel die textliche Motivangabe als Überschrift oben am Rand stark anliegend, die Ausrichtung des Motives selber senkrecht oder waagrecht und auch die Hintergrundszenerie mit dem Schilfrohr aufrecht stehend oder windgebeugt. So vielfältig die Möglichkeiten der richtigen Betrachtung scheinen mögen, gibt uns der Blick auf die Wertseite die richtige Antwort. Die Stempel bei der Prägung deutscher Münzen sind stets gleich ausgerichtet. Das bedeutet, dass Bundesadler und auch das Motiv der Bildseite bei Drehung und die vertikale Achse identisch ausgerichtet sind. Die Bezeichnung dieser Prägemethode ist leider nicht einheitlich. Fasst man die Bewegung der Münze zur Bestimmung der Ausrichtung der Stempel so auf, wie man eine Buchseite umblättert oder wendet, so kann man dies als Wendeprägung bezeichnen. Allerdings wird hierfür auch oft der Begriff Kehrprägung verwendet. Eindeutiger ist für eine um 180 Grad gegenläufige Stempelstellung die Bezeichnung französische Prägung, da die alten französischen Münzen so hergestellt wurden. Und diese Ausrichtung ist heute noch zum Beispiel bei US-amerikanischen Münzen zu finden. Bei dieser Münze ist nach Prüfung der Stempelstellung die vertikale Ausrichtung des Motivs die richtige Betrachtungsweise. Diese werde ich dann auch bei der weiteren Beschreibung der Münze verwenden. Das Zentrum der Münze beherrscht senkrecht mit dem Kopf nach oben ausgerichtet das Insekt. Alle charakteristischen Merkmale sind fein detailliert ausgeführt, sowie der schlanke, segmentierte Körper, die zarten Glieder, der Kopf und auch die Flügel. Die Flügel wirken mit der zarten Änderung durchscheinend bis auf die äußeren Enden. Diese und auch der Körper sind bläulich koloriert. Innerhalb dieser Kolorierung auf den Flügeln finden sich streifenförmige Aufhellungen, die die im Licht glänzenden Flügelchen hervorragend wiedergeben. Diese Färbung ist auch namensgebend für das Insekt. Es steht für mehrere heimische Libellenarten als Vertreter, deren wesentlicher Lebensraum Gewässerzonen sind. Dieses Habitat wird durch die möglicherweise vom Wind nach links gewehten Schilfrohrtriebe mit den dafür auch typischen Kolben repräsentiert. Auch diese Münze ist wieder ein Beispiel für einen gelungenen und perfekten Farbaufdruck auf einer Münze. Die Farben sind randscharf und nuanciert aufgetragen. Im Vergleich mit früheren kolorierten Münzen scheint sich hier eine technische Entwicklung vollzogen zu haben, die zu immer höherer Perfektion führt. Allerdings darf man schon vermuten, dass Farbaufträge für Umlaufmünzen weiterhin noch ungeeignet sind, weil auch die sich mit der Zeit abnutzen werden. Nicht ganz als Halbkreis, angelehnt an den erhabenen Randstab, findet sich links die textliche Motivbeschreibung gebänderte Prachtlibelle. Diese ist in Majuskeln ausgeführt.
Die Künstlersignatur findet sich unter dem rechten Flügelpaar zwischen den Stängeln des Schilfrohres. Sie besteht aus den kleinen Buchstaben DB. Diese stehen für Detlef Beer. Er ist Diplomdesigner mit einem seit 1990 bestehenden Büro in Köln. Ein Motto seines Büros lautet Klarheit im Design. Und ich finde, dass dieses Motto bei der Gestaltung dieser Münze auch Widerhall findet. Numismatisch ist Detlef Beer bislang noch nicht in Erscheinung getreten. Ich könnte mir jedoch gut vorstellen, dass diese Ausführung nicht sein letzter Ausflug in das Feld der Numismatik bleiben wird. Der Münzrand ist wie bei allen Münzen dieser Serie glatt, mit einer vertieft geprägten Umschrift ausgeführt. Die Umschrift lautet Wunderwelt Insekten und gibt damit das Gesamtmotto dieser 5-Euro-Ausgaben wieder. Ebenfalls wie bei allen Münzen dieser Reihe ist die Wertseite einheitlich gestaltet. Sie stammt für alle Münzen von André Witting. Da sie sich von den anderen Motiven dieser Serie lediglich durch das Münzzeichen unterscheidet, ist es wohl müßig, diese Seite an dieser Stelle noch einmal eingehender zu betrachten. Die 5-Euro-Sammlermünze gebänderte Prachtlibelle wird in Hamburg geprägt und trägt somit das Münzzeichen J. Ihre Auflagenhöhe beträgt wie bei auch den anderen Ausgaben dieser Motivreihe in Stempelglatz 1.250.000 Exemplare. Weitaus geringer fällt die Spiegelglanzausführung aus, die mit lediglich 50.000 Stück angegeben wird. Da die gesamte Serie sich durch eine feine Darstellung und auch ein heutzutage zentrales Thema Bewusstsein für die empfindliche Natur und bedrohte Natur zu schaffen auszeichnet, spricht sie einen weitaus größeren Interessentenkreis an über die eigentlichen Münzsammler hinaus. Dem trägt die hohe Auflagerechnung. Allerdings werden diese Münzen vom Sammlerwert her betrachtet kaum Entwicklungspotenzial entfalten können. Dies scheint aus heutiger Sicht allenfalls für die in erheblich geringerer Anzahl ausgeführte Spiegelglanzversion möglich zu sein. Ausgegeben wurde die Münze am 9. November 2023. Bei der offiziellen Ausgabestelle der Bundesrepublik Deutschland wird die Spiegelglanzversion zu einem Verkaufspreis von 15,95 Euro verkauft. Im Handel dürfte der Preis eher bei 20 Euro und darüber liegen. Die Stempelglanzversion wird über die Bundesbank an Geldinstitute verteilt und ist dort bankfrisch für das Nominal zu erstehen. Dieser Preis ist als sogenanntes Tauschangebot möglicherweise auch bei Münzhändlern zu erzielen, dürfte aber im Handel eher bei 7 bis 10 Euro liegen. Tja, und das war's schon wieder mit dieser Münzbesprechung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ein paar neue Aspekte vermitteln können. Wenn dies der Fall ist, gebt diesem Video einen Like. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um direkt über neue Videos informiert zu werden. Jetzt aber sage ich danke für euren Besuch auf meinem Kanal und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Sammlerfreak.